Yo Leute, ahoi und willkommen zurück zu einer neuen Stream-Zusammenfassung. Ja, ich weiß, ist ein paar Tage her. Ja, ich weiß, die Folge ist ein bisschen kurz und knapp. Und ja, dafür entschuldige ich mich, denn ja, ich habe festgestellt, es ist gar nicht so einfach, Streams zusammenzuschneiden. Gerade wenn man viele Situationen hat, in dem nichts Interessantes passiert, aber man trotzdem irgendwie noch so einen gewissen Zusammenhang zusammenstellen will in der Folge. Deswegen nicht so einfach, dafür Entschuldigung und auch halt für die Zeit. Ich bin momentan arbeitstechnisch sehr, sehr strapaziert, sagen wir es mal so. Ja, betrachtet das als kleine News, dieses Intro. Ja, ich habe zeittechnisch momentan extrem viel an der Backe im Real Life. Deswegen kommt jetzt diese Folge hier relativ spät und ja, ich mache mir generell über ein paar gewisse Sachen Gedanken, ob ich nicht vielleicht Atlas hier komplett streamen werde ab jetzt. Dazu aber noch eine genauere News, also ein News-Video und auch eine Abstimmung, da könnt ihr euch mal dran beteiligen, wenn ihr Bock drauf habt. Aber in diesem Sinne, Leute, genug geschnackt, genug mit dem Intro, das war's und jetzt viel Spaß mit der Folge, meine Freunde. Ja, Leute, ich habe aus dem letzten Stream gelernt und noch ein paar diverse Tipps mitgenommen. Ich habe mir hier die Krabbe auf jeden Fall eingepackt. Hieß ja irgendwie, dass die relativ gut sein soll hier auf den Powerstone-Inseln. Denn, ja, man braucht halt, also man zieht halt von den meisten Sachen kein Aggro dadurch, was sehr praktisch ist. Ich habe halt Angst, die zu opfern. Ach, das ist die Insel, okay. Okay. Also, ich hoffe, wir kriegen den Key jetzt relativ einfach, denn hier hinten mit dem Eingang habe ich halt jedes Mal Probleme. So, Freunde, aber ich glaube, wir haben irgendwie ein bisschen Pech heute hier am Strand. So, wir sind jetzt einmal quasi rumgefahren. Was so viel heißt wie, wir gehen mal an Land. Ja, dafür haben wir die Krabbe mit dabei. Egal, dabei sein ist alles. Kannst ja die Blitze abschießen. Ja, im Prinzip so Supporter oder sowas auf dem Schiff reparieren ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Also ich habe bei jedem Krakenfight, wo ich dabei war, auch solo, habe ich nie mein Schiff irgendwo reparieren müssen und sowas. Aber halt die Viecher abschießen, nicht die Viecher, die Kugeln abschießen, das war halt immer so ein großes Ding, was halt extrem gestört hat. Oh, da ist er schon. Oh, nee, der. Okay, cool. Aber haben wir jetzt Glück gehabt? Den habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie gebattelt. Ich weiß nur, dass er nicht schwimmt, sondern direkt untergeht. Ich weiß halt nicht, ob der jetzt hier mit Ballisten so sinnvoll ist zu machen. Oh, der ist bis dahinter gelaufen. Oh, das ist ein gutes Stück, Leute. Den kriege ich schon niemals jetzt hier gezogen. Ja, vor allem mit den ganzen Leatherwings. Meine besten Freunde seit dem letzten Mal. Oh, der sieht halt auch... Oh, Gorgone, shit. Der sieht halt auch schon krass aus. Oh, nee, da ist ein... Oh, nee. Jetzt kommt hier jedes Viehzeug, was ich nicht gebrauchen kann. Ja, super. Level 123er Tiger. Sehr schön. Oh Leute, das wird wieder so ein Himmelfahrtskommando mit tausenden Todesläufen. Naja, ich versuche mal mein Glück. Ist halt hier, spawnt halt wieder alles Mögliche, was mir jetzt halt hier richtig auf den Sack gehen kann. So, ich bin erstmal froh, wenn ich den in der Falle habe. Weil das über dem höchsten Punkt des Sprungs war. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, bin ich jetzt so kein Gegner für dich, dass du hier nicht reagierst auf mich? Der ist halt auch ziemlich langsam, das ist gut. So, komm. Oh ne, Leatherwing? Oder? War das jetzt nur der Schatten wieder? Ja, ich glaube nur der Schatten. Aber ich glaube, den kriege ich relativ einfach reingezogen. Also der wirkt jetzt nicht unbedingt so, als wäre der jetzt übelst schwer. Ich meine, guck mal, wo der hinwirft.
Also ausweichen ist da kein Problem. Das ist halt jetzt wirklich nur, dass der sich mal ein Stück bewegt nach vorne und wieder zurückläuft. Ey, ich stehe direkt vor dir. Bin ich so ein unwichtiger Gegner für dich? Wow. Ja, höchstwahrscheinlich bin ich das. Na komm, komm, komm. Was dauert ja ewig, wenn er so weitermacht. Wenn Olli jetzt tatsächlich dabei ist, online zu kommen, du könntest die Unheil dir schnappen und eventuell... Oh, shit! Oh, das war jetzt hier unerwartet. Ach, komm schon. Muss das jetzt sein? Du könntest die Unheil dir schnappen und hierher schippern. Wir brauchen dich später eh. Ja, genau. Tob dich an wem anders aus. Nicht an mir. Ja, komm, jetzt den letzten Hit. Dankeschön. Vielen Dank. So, komm, Dicker. Nicht du. Diesmal habe ich mal ein paar Waffen eingepackt. Also, wenn der jetzt hier nicht reinkommt und ich vorher sterbe, dann werde ich auf jeden Fall... Na, na, komm, 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 komm. Hier, hier, hier. Hier ist der Weg. Dann werde ich auf jeden Fall jetzt die Knarre rausholen. So, genau. Sehr gut. Perfekt. Na komm. Wieder passt da nicht durch. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Vielleicht. Backt der da drinnen? Nee. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Ach was, die Spinne, die macht den auch noch langsam. Krass mit dem Netz. Wusste ich auch nicht. Ja gut, andere Taktik, Leute. Das bringt mir jetzt so nichts. Komm, mach mich mal platt. Ach Gott, wo wirft denn der hin? Ja, okay. Dann machen wir hier die schnelle Variante. Sehr gut. So, denn, ja, ich baue den einfach ein wie eine klassische 10-Falle. Ich reiße das ganze Zeug jetzt erstmal hier ab, beziehungsweise nicht abreißen, sondern aufheben. Und dann wird er halt eingebaut. So, und hier zur Sicherheit. Nehmen wir einfach mal eine Knarre mit. Ballisten, sagt Schnitzel. Yes! Danke! Ein Lichtblick, Leute. Wenn ihr zu zweit seid, sollte einer ihn am Strand hinterherziehen und andere schießt mit Schiffskanonen. Dann ist der ganz easy. Ja, Schiffskanonen habe ich hier an dem Schiff nicht dran. Das ist das Problem. Ich hoffe, der hat jetzt hier nicht Damage gemacht. Nee, hat er nicht. Sehr schön. Ich habe mich einen Wink zu sicher gefühlt. Naja, gut. Aber ist ja jetzt kein Akt. Das war jetzt ein Dummheitsfehler, weil er halt eben die ganze Zeit nicht getroffen hat. So, ist kein Problem. Den kriegen wir jetzt ganz schnell eingebaut. Also ich habe den letztens auch gesehen bei einer Company, die wusste glaube ich nicht, dass der im Wasser ertrinkt. Die hat den auch mit Kanonen versucht zu beschießen. Da wollte ich mir eigentlich noch den Key abstauben, weil ich gerade eh über die Insel gerannt bin. So, komm, Dicker. Ich pack dich jetzt mal hier schön ein. Oh oh. Nicht werfen. Oh oh. Ach, verdammt. Ja, das ist halt jetzt kacke, dass die Gorgone hier ist. Oh nö, jetzt hat er... Ah nee, die muss erst... Okay, okay. Hat sich erledigt. Leute, es wird wieder länger heute Abend. Habt ihr Snickers dabei? Ich hoffe. Uff.
Was ist denn das jetzt? Also jetzt läuft echt alles schief, was schief gehen kann. Genau, verpiss dich hier. Ja, ich weiß, man soll nicht fluchen. Es tut mir leid. Hat der die Gorgone getötet oder was? Na gut, ich meckere nicht. Ich nehme es einfach so hin. Halt. Welche Leiche war das jetzt? Ich höre schon wieder hier einen Flattermann. Oh, come on. Leute, wir beenden den Stream. Wir machen gleich nochmal weiter. Wir vergessen das Ganze jetzt hier, was passiert ist. Oh Gott. Oh Mann, ich habe gedacht, komm Leute, das machen wir jetzt hier ganz easy, ganz flott und jetzt bricht die Hölle über uns ein. Ach, komm schon. Ist alles Unterhaltung, Leute. Alles Entertainment. 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 So rum. So. Wo ist denn jetzt hier, beziehungsweise welche Leiche? Er trampelt halt gerade auf meiner Leiche rum. Ey, das ist Leichenschändung vom Feinsten. Geh weg da jetzt. Wo liege ich denn da? So, vielen Dank. Warum? So, komm. Wo? Es kann doch echt nicht so schwer sein. So, jetzt komm hier. Oh, warum drücke ich jetzt die falsche... Jetzt werde ich hektisch, Leute. Jetzt werde ich echt hektisch. Das ist mein größter Fehler. Hektisch zu werden. So, wo stehst du drinne? Da. Okay, wo setze ich jetzt die Tür? Da hinten. Okay, sehr gut. Jetzt... Nicht dein verdammter Ernst. Was mache ich falsch, Leute? Was mache ich falsch? Warum will der mich jetzt hier so trollen? So, Taktik, Taktik, Taktik. Welche Taktik nehmen wir denn jetzt? Ja doch, nee, warte mal. Ich habe doch noch ein paar Strukturen. Komm, Leute, dann machen wir das jetzt hier anders, da. Bin unterwegs. Ja, super cool. Leute, wir kriegen Unterstützung, aber eventuell habe ich jetzt hier die Erleuchtung gehabt. Ja, ich verschwende halt jetzt die Torbögen, wenn der die wirklich denen hier Schaden macht. Ich habe nichts zum Reparieren dabei, weil ich damit halt nicht gerechnet habe. Aber nicht so schlimm. Wir können auch die nächste Powerstone-Insel mit dem anderen Schiff ansteuern. So, Dickerchen, komm mal mit. Komm mal mit. Genau. Dann... Oh, komm schon. Nicht du jetzt. Hätte ich mal die Waffe vorher nachgeladen. So, wo? Hier? Okay, dann... So, jetzt dürften wir ihn eingebaut haben. Also, wenn du da jetzt rauskommst, dann... Ach, warte mal. Okay, aber der müsste drin sein. Und ja, Leute, läuft. Sehr gut. Plan hat funktioniert. Perfekt. Jetzt halt nur gucken, ob der da drinne bleibt. Wäre halt super nice, weil das ist auch so eine Insel, die mag ich halt überhaupt nicht. Gut, ich sag's immer wieder, ich mag eigentlich keine Powerstone-Insel, außer die auf F1. Das finde ich halt die entspannteste irgendwie. Auf der bin ich relativ gerne unterwegs.
Ne, wir machen halt gar keinen Schaden und er ist auch schon wieder draußen. Mist. Ne, also Ballisten bringen da wohl nichts. Und der säuft halt auch jetzt direkt ab. Ja, hier sieht es jetzt aktuell scheiße aus. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lang so ein Boss braucht, um nachzuspawnen. Weil der ist jetzt definitiv weg, denke ich mal. Beziehungsweise, wir könnten ja mal gucken, ob der vielleicht nochmal an Land geht. Aber Schaden machen wir jetzt an dem halt nicht. Ja gut, der ist halt weg, Leute. Da brauchen wir jetzt gar nicht mehr drauf hoffen, dass der jetzt hier irgendwie nochmal an Land kommt. Schade. Schade, schade, schade. Aber ich habe auch gar nicht den Gegner hier auf dem Schirm gehabt, dass der jetzt kommen könnte. Ist ein Top-Start jetzt, Leute. Das hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Wie verfahren wir jetzt? Wollen wir jetzt versuchen, die andere Insel erst nochmal anzufahren? Oder, also, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, bis hier ein Boss nachspawnt, wenn der stirbt. So, das Ding dauert noch ein bisschen. Dafür haben wir halt auch nichts. Nee, wir haben noch nicht mal Gates. Also, wenn wir jetzt Pech haben und auf der nächsten Insel ein Drache ist, bringt uns das nicht allzu sehr weiter. Wenn du an B4 vorbeikommst, kann ich dir Gates geben. Warte mal, ist das hier nicht? Also, mir kommt ein Schiff gerade entgegen. Wer ist das? Ja, das ist Abgott. Das sehe ich jetzt schon. Servus. Und diesmal bitte nicht in Mainz reinfahren wieder. Ja, hast du schon das letzte Mal den Lack zerkratzt? So, komm noch ein Stück. So, passt doch. Fast gut. Fast. Vielleicht kann man rüberspringen. Moin, moin. Ja, sehr gut. Ups. Nein, 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 ich wollte nicht pfeifen. Ich hasse das, wenn man winken will und, ja. Er dann pfeift. Dankeschön. Vielen Dank. Warum drücke ich eigentlich jetzt hier die Sprachding? Ich meine, du guckst ja eh den Stream. Macht halt gar keinen Sinn. So. Weiter geht's, Leute. Frisch ausgestattet mit 2 Gates. Und wir müssen rechts. So, dann haben wir es auch fast schon. Boah, die Engine hätte ich gerne, die er hat. So, aber jetzt hier umschalten in den Powerstone-Modus. Wir sind da und hoffen einfach mal auf einen einfachen Gegner, der auch schön hier am Strand irgendwo steht und uns keine Probleme ausnahmsweise bereitet. So, dafür bereitet uns hier der Strand jetzt schon Probleme. Ich weiß halt auch nicht, wo die Spawnpunkte von den Viechern hier sind. Also manche kennen die ja scheinbar, aber ich wüsste das jetzt nie, ehrlich gesagt. Aber ich werde gleich mal an Land gehen. So, wo gehen wir denn am besten gucken? Hier war ja jetzt erstmal nichts zu sehen. Ey, ich hoffe einfach nicht, dass sie da oben irgendwo ist. Dann kriege ich echt das Kotzen. So, aber hier haben wir halt mit der Krabbe auch mehr Möglichkeiten. Eine Ewigkeit später. Nee, aber ich glaube, das macht jetzt hier keinen Sinn, ehrlich gesagt. Beziehungsweise mir fehlt auch jetzt so ein bisschen die Geduld und alles. Man merkt es auch vielleicht, also mir fehlt auch jetzt gerade so ein bisschen den Faden, das weiter jetzt hier unterhaltsam rüberzubringen. Irgendwie. So, komm. Du stehst auf der... Nein, komm. Sehr gut. So, Leute, das war's auch schon wieder. Ja, wie am Anfang gesagt, leider eine kurze, knappe Folge. Und ja, leider haben wir keinen Erfolg erzielt in dieser Folge. Aber im Stream hatten wir zumindest mega Spaß. Und ja, das ist ja die Hauptsache. Ja, ist jetzt so eine kleine Filler-Folge gewesen. Es tut mir dafür auch extrem leid. Aber ich will ja auch so diesen Rhythmus beibehalten. Beziehungsweise ihr sollt ja auch sehen, was ich so zwischendurch mache. Und dazu gehören auch diverse Fehlschläge. Ich meine, Atlas ist nicht vollgepackt nur von Erfolgen, sondern auch sehr, sehr viele Fehlschläge oder Sachen, die einfach nicht klappen oder zeitlich nicht passen oder mal einfach Pech hat. Ja, in diesem Sinne, Leute, trotzdem danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin treu und ich hoffe auch auf Twitch, wo ihr auch gerne mal ein Follow da lassen könnt, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge Atlas. Ich hoffe jetzt wieder regelmäßig, aber ich kann leider nichts versprechen.
Aber trotzdem, Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, wäre super cool. Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ein nettes Kommentar unten zur Unterstützung, das wäre auch super. Dann bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich, euer CrispyDex und haut rein!